traveling to Nepal. Oh, Nepal. Diese gute Stage kennen wir doch noch aus der letzten Episode von Overwatch. Ja, wir wurden leider zerstört. Es war geradezu eine Zerstörung mit Hanzo. Machen Sie sich bereit. Leider lag dieser Krieger uns nicht allzu gut. Aber wir haben ja noch andere Krieger zur Auswahl. Und heute nehmen wir doch mal wieder einen Supporter. Genau. Wir haben ja jetzt hier 6. Dann haben wir hier nochmal 6. Hier haben wir tatsächlich 5 und hier 4. Also es gibt tatsächlich, ja, habt ihr zusammengerechnet? 22 Helden allein. Oh, nice. Ist natürlich nur was für Leute, die wirklich rechnen können. So, okay, dann schauen wir mal, welchen der 21 Helden können wir dann jetzt mal testen. Wir nehmen heute mal Symmetra. Symmetra. Ja, würde ich doch mal sagen, oder? Ist ein Support-Hero. So, auf Q ist Teleporter. Platziert ein Teleporter, der die gegenwärtige Position mit dem Startbereich verbindet. Okay, nice. Photonenschild verleiht einem Verbündeten ein Schild mit E. Selbstschussanlage ist auf L, platziert ein kleines Energiegeschütz, das Gegnern Schaden zufügt und sie verlangsamt. Okay. Und 1. Photonprojektor. Strahlenwaffe mit kurzer Reichweite, aber steigender Intensität. Gedrückt halten und loslassen, um eine Energiekugel abzufeuern. Hm. Erinnert mich ein bisschen an Unreal Tournament. Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Ist das Chaos. Okay, ist das jetzt ein Angriff oder was? Sieht irgendwie komisch aus. Okay, nice. So ein Photonenschild können wir natürlich platzieren, das ist kein Problem. Schild aktiviert. Genau. Schild aktiviert. Schließt euch mir an. Ich werde dich finden. So, ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie halten muss oder irgendwas. Den können wir aber auch gedrückt halten und dann immer auch angreifen. Boah, scheiße. Ja, okay, dieser Angriff bleibt offensichtlich automatisch drauf. Aber wir haben natürlich jetzt vergessen, unsere Selbstschutzanlage zu platzieren. Das ist ein bisschen doof. Okay, aber wir geben mal ein bisschen Gas hier. Sieht mir ganz so aus, als würde diese gute Symmetra hier zu Hause in Ägypten feiern. Ja, aber sie hat auch ein ganz cooles Accessoire hier rumfliegen. Okay, da haben wir jetzt einen Teleporter. Nice. Ich habe den Pfad geöffnet. Okay, und dann brauchen wir noch eine Selbstschussanlage. Die würde ich jetzt einfach mal hier positionieren. Selbstschussanlage eingerichtet. Okay. Cool, cool, cool. Geht alles ziemlich top modern aus. Wir natürlich ein bisschen supporten. Zwischendurch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, irgendwann mal wird die wahrscheinlich automatisch. Nice, nice, nice. Vorsicht, hier links ist auch noch Action. Ich glaube, den haben wir, oder? Oh, scheiße, ich brauche eine neue. Ich habe dich im Visier. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Erste Runde gewonnen. Okay, die erste Mission haben wir geschafft, offensichtlich. Ist ja. Wir haben eine Energiebarriere, die wir aufladen mein können. Mein Schild schützt dich. Okay. Schildmatrix aufgerichtet. Also jeder kann eine kleine Schildmatrix erhalten. Das ist ja schön. So, genau. Dann haben wir noch die Selbstschussanlage und diesen kleinen Angriff hier. Der Teleporter ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Da kann man dann immer ganz fresh ins Spielgeschehen angreifen. Wieder, auch wenn man schon tot ist oder gestorben ist gerade. Okay, lass mal den Tank nach vorne pirschen. Okay, wir können keine Barriere. Jeder hat jetzt quasi so eine Art Schild hier. Und nicht, dass jemand von hinten kommt. Okay, ich glaube, wir haben ihn sogar getroffen. Scheiße.
natürlich jetzt nicht mit dem Ober-Attack Damage hier, glaube ich. Deine Kügelchen hier können wir auch ablassen. Jetzt wird's massiv. Oh. Okay, Selbstschutzanlage zerstört. Hängen wir auch mal da oben hin. Vielleicht geht das ja auch. So, Schild haben wir alle. Protonenschild. Können wir davon mehrere platzieren eigentlich? Sicherheitssystem wird eingebaut. Ja, drei Stück haben wir jetzt gerade platziert. Und noch eine. Ach, tatsächlich. Wir können echt immer mehrere platzieren hier in allen Richtungen. Cool, ey. Wir müssen eine richtige Verteidigungsmatrix hier aufbauen. Immer ein bisschen offensiver. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Schauen wir mal. Nee, den haben wir vernichtet. Die kommen hier jetzt gerade auch nicht unbedingt durch. Aber wir gehen schon sehr offensiv vor gerade. Oder Panzer, wir bleiben einfach mal beim Tank hier vorne. Wir gehen mal lieber zurück. Teleporter hier platzieren. Teleporter online. Genau. Ich weiß nicht, ob die Gegner das sehen, dass hier ein Teleporter ist. Oh, oh, oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, eine kleine Außenbeziehung vor dem Protoss, ne? Die Photonenkanonen. Okay, nice, nice. Den haben wir. Verlängerung, 99%, aber... Runde 2, gewonnen. Ja, sehr schön. Boah, das war doch mal ein kleiner, aber feiner Einblick in Symmetra. Ist ein guter Supporter, glaube ich. Auch sehr offensiv. Hat mit ihrer Verteidigungsgeschütztürmen da einigen Wumms auf dem Kasten. Und ja, die Schildmatrix ist natürlich auch nicht zu verkennen. Der Angriff mit der Pistole ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich meinen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, nicht unwichtig für so ein Team. Supporter sind natürlich sowieso immer ganz gerne gefragt. Und natürlich auch nicht unwichtig für so ein Match. Wir spielen ja hier immerhin 6 gegen 6. Da kann man schon ein oder zwei Supporter, glaube ich, im Team haben. Zwei Assassinen und ein Tank oder drei Assassinen und ein Tank würde ich, glaube ich, immer dabei haben wollen. Ja, schauen wir doch mal, Freunde, welchen Hero wir in der nächsten Episode kennenlernen. Am besten schreibt mir doch einfach mal euer Feedback unterhalb dieser Episoden, damit ich auch mal weiß, wie es jetzt so weitergehen soll von eurer Seite aus. Und ob es euch Spaß macht, hier die First Looks sich reinzuziehen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode bei Overwatch. Haut rein, Freunde!